So, also hiermit haben wir die Libertad. Wir haben auch einen speziellen Kapitän drauf. 21 Punkte sind da dran. Das Schiff hat eine spezielle Eigenschaft. Und zwar, ich denke, dass das jetzt hier eine Konkurrenz zu den deutschen Sekundärbatterieschiffen sein könnte. Wir haben jetzt hier nämlich einen F-Button bekommen, der die Feuerreichweite und die Ladezeit der Sekundärbatterien erhöht und beziehungsweise reduziert. Und sogar den Schaden erhöht. Dafür muss man einfach nur potenziellen Schaden erleiden oder mit der Hauptbatterie gegnerische Schiffe treffen. Dann kann man das aktivieren. Standardmäßig haben wir jetzt hier, wenn wir alles auf Sekundärbatterie ausrichten, eine Reichweite von 12,5 Kilometern. Die Verborgenheit des Schiffes liegt bei 13 Kilometern. Wir haben ein Heal noch mit am Start. Die Signale und so, die habe ich alle schon draufgepackt. Hier auch entsprechend eingebaut. Dort Sekundärbatterie-Modifikation 1 und 2. Empfohlen ist tatsächlich die Hauptbatterie, die allerdings bei 419 mm liegt. 6x2 Geschütze, was auch wild ist. Das ist ein sehr langes, langes Schiff. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschütze. Die Geschützanordnung sehr speziell. Auch hier in der Mitte. Sehr speziell, die beiden. Wirkt auf jeden Fall ein bisschen gruselig, wenn man da im Turm sitzt, im jeweils anderen. Und ja, man sieht schon, das ist ein super langes Schiff. Deswegen, das Teil hat bei der Manövrierbarkeit eine Wendekreisradius von 1020 Metern. Das ist sehr, sehr groß. Yamato hat 900 Meter. 1020, das ist glaube ich schon so Flugzeugträgerniveau, fast schon. Da müsste man gerade mal nachschauen, was denn die Flieger... Flugzeugträger haben. Okay, Nachimov, Audacious Malta, vielleicht noch die 1160, die Richthofen vielleicht noch ein bisschen weniger, ne, 1200. Also die brauchen schon noch ein bisschen mehr. Oh, guck mal, die Audacious. Also man hat einen Wendekreisradius wie der Flugzeugträger der Briten. Das ist natürlich super. Die Main, 1070 Meter. Okay, also man kommt so ein bisschen an die Main ran. Die Satsuma ist, glaube ich, noch ein bisschen besser, 1020. Bedeutet, man hat mit dem neuen Zehner der Libertad an der Stelle größeren Wendekreisradius noch sogar. Okay, dazu gucken wir uns ganz schnell noch die Panzerung an zu dem Schiff. Wir haben 32 mm Bugpanzerung, wir haben 32 mm Heckpanzerung, Aufbauten 19 mm und ansonsten sind das 51, 51, 51, Deck, Seite, Torpedoschutz, das können wir alles ausschalten. Dahinter liegen 406 mm, also das sind schon, das ist gar nicht so wenig und zwar interessanterweise auch angewinkelt. Wir machen mal das obere weg. Das gerade Steilfeuer, was so ein bisschen schräger von oben kommt, hier noch weniger gut an diesem Panzergürtel durchschlagen kann. Dann haben wir noch die 110 mm Deckpanzerung, also da ist man auch entsprechend geschützt. Da wird alles entsprechend abprallen. Auf größere Distanz sollte das eigentlich Zitadell-treffertechnisch sicher sein, wenn der Winkel so schräg rausgeht und man kommt jetzt hier mit einer Granate ein, die kommt in dem Winkel ein, geschlagen, dann dürfen die Granaten nach unten abprallen. Und ich glaube auch nicht, dass sie dann hier durchschlagen werden, dann müssen sie komplett abprallen. Also direkt Feuer von der Seite gefährlich, weil da man da ganz gut durchkommt dann, so wupp. Aber auf Steilfeuer, Plungingfeuer sollte man da eigentlich einigermaßen sicher sein, weil durch das Deck, also durch die 110 mm, kommt man auch von oben dann nicht durch in der Regel. Weil so steil kommen die Granaten auch nicht an. Vogel, dankeschön für dein Follow, CK, PK ebenfalls und Flauschemuffe 37 Monate. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Tja, natürlich das Querab vorne, sollte man immer drauf achten. Das hat man immer, ne? Dass man hier auch unter dem Turm frontal und auch im Heck penetrierbar ist. Dort und dort. Aber alles in allem wirkt das auf jeden Fall wie ein sehr solides Schiff. Jetzt müsste man mal überlegen und gucken, welche Panzerungen kommen oder welche hochexplosiven Geschosse kommen dann durch die 51 mm durch. Ich könnte mir vorstellen, dass das Schiff durch panzerbrennende Munition, wenn man ein bisschen weiter aufdreht, um mit allen Geschützen zu schießen, dass man da hier extrem viel Schaden erleidet. Weil das ist dick genug, um mit anderen, mit größerem Kaliber dafür zu sorgen, dass man Full-Pen-Hits verursacht. Das ist dünn genug, damit Zerstörer sogar mit panzerbrechender Munition da ganz gut noch durchkommen an der Seite. Dafür aber mit HE nicht. Also ja, wird man sehen. So, ausrüstungstechnisch haben wir schon gesagt, Sekundärbatterie haben wir drin, Signale haben wir drin. Der Kapitän sieht bei mir so aus. Wir haben einmal hier Notreparaturspezialist drin. Wir haben vorgängiges Ziel. Wir haben Adrenalinrausch. Doppelt die Sekundärbatterie, also Reichweite und Ladezeit und Streuung
reduziert. Wir haben Tarnungsmeister drin und Brandschutz, weil wir wollen, dass wir mit dem Schiff auch näher rankommen können und wir wollen auch nicht die ganze Zeit brennen. So sieht der Captain bei uns hier aus. Und ja, Äußeres muss man jetzt eigentlich nicht mehr anschauen. Denn da habe ich nur eine Tarnung draufgepackt. Eine verbrauchbare Tarnung. Das ist einmal die polygonale Stahl, für diejenigen, die es wissen wollen. Und einmal die Alpha-Flagge. Ne, guck mal hier, wir können das sogar machen. Chilenische Marine. Einmal die richtige Flagge drauf machen. Alpha-Flagge nochmal dazu packen. Ökonomische Boni sind drauf. Und dann würde ich sagen, starten wir die Runde mit dem Schiff, welches eine Flugabwehr von 5,8 kontinuierlicher Schaden. Guck mal hier, Mittelstreckenflak. 463 bei 3,5 und 113 bei 5,8. Also ist okay, würde ich auch sagen. Granatenexplosion haben wir 5 Stück, das passt. Also, erste Runde, let's go. Rein ins Gefecht. Ich würde sagen, wir gehen mit unserem Schiff direkt in Richtung Schliefen. Ich hoffe, dass unser Zerstörer auf der Seite einigermaßen gut aufklären kann. Wir haben noch eine Alaska mit Radar mit dabei. Die Gunwinkel schauen wir uns jetzt erstmal an bei dem Schiff. Die sind okay, würde ich sagen. Also wir können tatsächlich relativ schräg fahren. So, müssen nicht zu weit aufdrehen, um mit allen Geschützen zu feuern. Genauigkeit kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen, ob das Ding genau ist. Das werden wir jetzt mit dem Spiel herausfinden. 419 mm Durchschlagskraft dürfte vernünftig sein. Deswegen wäre eigentlich auch AP schon ganz gut und praktisch. Das sind ja, ne, 410 oder 406 mm. Bei den Amis zum Beispiel haben wir als direkten Vergleich 419, scheint ein bisschen besser zu sein. Ist aber kein nennenswerter Unterschied, was das Kaliber angeht, dass man irgendwo durchkäme bei Panzerung oder so. Wie gesagt, erst ab 430 mm funktioniert das mit dem Overmatchen bei 30 mm Panzerung. Und 27 mm können wir auch mit unserem Kaliber overmatchen. Da haben wir schon die ersten Schiffe und der Mino ist auch noch mit dabei. Wir laden mal direkt auf AP. Wäre es natürlich schön gewesen, die Mine dort anzugreifen. Gucken wir mal, ob wir die Schliefen dort erwischen. Schliefen? Zieten, sorry, Zieten. Schliefen ist der große Bruder der Zieten. Oi, da kommt eine Roosevelt. Nicht so cool. Eine Kurfürst vor uns. Der Buff ist jetzt noch nicht so richtig aufgeladen. Die Mino ist hinter der Insel. Bleibe mal gerade auf dem DD. Sekundärbatterie haben wir ja, stimmt. Die kann jetzt ein bisschen wirken. Boah, krass, ey, wie die streuen die Granaten aber auch, ne? Gucken, ob unsere Secondary dort was trifft. Ob die Genauigkeit vorhanden ist, dass das funktioniert. Oi, oi, oi. Der ist raus, wie es aussieht. Sehr gut, die Kurfürst hat Torpedos der Schliefen genommen. Ich selber habe keine Torpedos. Das ist natürlich jetzt ein Unterschied zu der Schliefen. Zu weit aufdrehen möchte ich jetzt auch nicht. Damit wir ein bisschen besser winkeln können. Ja, schön, der ist auch raus. Das geht ja mal sehr, sehr schnell. Eindrehen, die Roosevelt und ihre Torpedobomber. Abbremsen. Gefällt mir nicht. Hat der die schon gedroppt hier? Der hat die möglicherweise sogar schon gedroppt. Also vorsichtig. Nope. Doch, da kommen sie. Oh, ey, die sind aber auch unterwegs, wie mit dem Rollator, ne? Die Torpedos so. Ja, ja, wir sind unterwegs. Bitte keinen Stress machen. Conqueror stand da drüben gerade noch. Die würde ich gerne angreifen. Und wir müssen gucken, dass wir den Buff nicht verlieren. Zeit bis zu Beginn des Aufladens. Doch, 50 Sekunden. Aufladungsverlust 50 Sekunden. Das heißt, es wird jetzt dringend notwendig. Sechs Geschütze zu haben, ist aber auch echt krass. Wir fahren mal hier in den Cap. Es scheppert aber nicht schlecht. Also es wirkt gerade so nach den ersten Salven, als wäre dieses Schiff relativ genau auch. Gerade eben auf den DD super ungenau hat sich's angefühlt, aber das hier ist schon wieder... Oder wir haben halt einfach Glück, weil wir müssen noch ein paar mehr Spiele spielen, ein paar weitere Salven raushauen. So, linke Seite haben wir jetzt die Mino. Oh, da kommen wir. Oh, eine Groningen vor uns noch. So, oh, er dürfte nochmal schießen.
Gefahr ist jetzt natürlich, dass wir wirklich Torpedos vielleicht noch mitnehmen, ne? Von der Mino. Glücklicherweise haben wir hier noch eine Kante, die uns schützt. Ich würde von 13.000, ne? Das war jetzt gerade die Kurfürst. Ich habe leider kein Hydro. Das ist das, was die Schliefen besser kann. Das ist wirklich das, was die Schliefen ein bisschen besser kann. Ich traue mich nicht, hier rauszufahren. Ah, die Conqueror ist aber in Range. Die haben wir noch einmal erwischt. Eine Granate, zwei, ein paar Geschütze feuern. Ja, solange hier die Mino noch sitzt, traue ich mich nicht, dort einfach reinzufahren, wegen den Single-Werfer-Torpedos, die uns den Gar ausmachen könnten. Während Shima noch dort am Rückwärts fahren. Den ersten Heal nehmen wir jetzt mal gerade mit. Ah, okay, Shima ist raus. So, da haben wir die Groningen vor uns. Da würde ich sagen, aktivieren wir einfach mal unsere Secondary mit. Die Reichweite ist ja ekelhaft stark. So, da sind die Torpedos, die ich gemeint hatte. Das bedeutet, wir können jetzt tatsächlich vorwärts fahren. Wunderbar. Und dann die Zeit noch mit angreifen. Das hält aber leider nicht ganz so lange, ne? Der Buff. Oh, wow, der hält ja wirklich nicht wirklich. Puh. Bedeutet, wir müssen schauen, dass wir. Schimatops. Wir müssen schauen, dass wir ganz genau überlegen, wann wir diesen Buff einsetzen wollen. Wenn wir wirklich in der Nähe sind, um jemanden gefährlich zu werden. Da kommen wir sogar nicht mal. Wir kämen da sogar noch ran an die Moskwa. Das gesehen? Wir wären knapp noch angekommen. So, Groningen geht auf. Dankeschön, Schliefen. Also ich merke gerade, dass es doch ein bisschen sinnvoller ist, vielleicht jemanden dabei zu haben, der mit Hydro vorwärts fährt. Weil du bist so komplett auf dich allein gestellt. Das, was die Schliefen halt auch stark macht, unter anderem, ist eben ihr Hydro, das sie mit dabei hat. Du hast ja keine Ahnung, ob du in Torpedos reinfährst oder nicht. Du hast selbst keine Torpedos mit dem Schiff. Das heißt, du bist eher so jemand, der auf Distanz die Secondary einsetzt. Autsch, das hat dem wehgetan. Auch er ist raus. Jetzt haben wir da noch Mino, Torps. Und eine Mino, die quer steht. Ah, die dürfte raus sein. Jawohl. Die haben wir leider nicht erwischt, so wie ich das gerne hätte. Den einen Torpedo nehmen wir aber mit und fahren in Richtung Georgia. Könnte sein, dass die Runde auch viel zu schnell vorbei ist, leider. Okay. Oi, der beacht sich. Das ist ein bisschen doof. Weil wenn er sich beacht, dann werden unsere Granaten vielleicht daneben gehen, oder? Nee, noch nicht. Ein Treffer. Schön. Habe ich gar nicht geguckt, ob die mittleren Türme eigentlich 360 Grad sind. Müssten es sein eigentlich. Das müssten 360 Grad Türme sein. Komm, sein Heck noch erwischen. Also raus. Hat er jetzt gerade absichtlich gemacht, ne? Sie ist so positioniert, dass die Granaten nicht ankommen. Schade, das wäre nämlich unser vierter Kill gewesen. Was haben wir denn jetzt noch dort hinten? Zwei Schiffe hinter der Insel. So, die genau, die mittleren, die drehen nicht 360 Grad. Ich gucke mir das jetzt mal genau an. Die vorderen sind nicht 360 Grad, die mittleren nicht. Die haben alle ihren eigenen Winkel, den sie benutzen müssen, um auf die andere Seite zu wirken. So, also das haben wir leider nicht. Oh, da geht's schon los mit unserer Sekundärbatterie. Könnten die Conqueror theoretisch noch in Beschuss nehmen. Echt jetzt? Wie ist denn das jetzt gerade passiert eigentlich? Und das war kein Doppelschlag. Ah, Testschiff.
Kein Doppelschlag wegen Testschiff. Schade. Aber ein Kraken wäre es jetzt auch kein Kraken, deswegen, falls ihr euch fragt. Eieieiei, das ging aber ganz schön gut. Jetzt dort vorne noch los. Was? So, 1897 Base. Libertad. Sekundärbatterietreffer. 23.000 Schaden gemacht. Ja, geht glaube ich schon noch ein bisschen besser, aber. Gehen da weiter rein.